Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Fischen leicht gemacht. Ja, wir waren beim letzten Mal beim Eisfischen sehr gut, haben diese wunderbare... Ja, das musste irgendwie raus. Da ist mir der Fischgeruch noch zu sehr in der Nase gewesen. Entschuldigung. Ja, diese wunderbare Kappe hier. Ja, wir sind jetzt irgendwie ein Angler. Naja, so halbwegs. Gut, erstmal an den Fernseher gehen. Nichts Interessantes. Wetter interessiert mich nicht. Dann gehen wir erstmal mit unserer tollen Fischermütze. Oh, wir dürfen was ernten. Das ist aber toll. Haben wir was zu tun. Dann werden wir erstmal hier die Eier aus dem Hühnerstall holen, wie immer. Und unsere Hühnchen ein bisschen verwöhnen. Die haben gar nichts gegessen über Nacht. Alles noch da. Ja, dann ist das halt so. Vielleicht sollte ich doch mal hier diese Mauern wegmachen. Dann komme ich da einfach vorbei. Nein, dann laufen sie auch nicht weg. Ne? Gut, die haben auch nichts gegessen. Sehr interessant. So, Kuh lieb haben, Milch holen. Kuh lieb haben, Milch holen. Kuh lieb haben, Milch holen. Und Kuh lieb haben, Milch haben. So, und irgendeine von diesen Kühen hat keine Milch gegeben. Ha, die war's. So, gut, dann muss ich hier ja auch nichts machen. Das trifft sich ja ganz gut. Und dann können wir hier Winterroots ernten. Alles. Und das müssen wir ins, diese hier, die müssen wir ins Community Center bringen. Das ist die, die noch fehlt. Ich weiß aber nicht, ob da noch eine fehlt. Müssen wir mal schauen. Zack, zack. Finde ich eigentlich ganz gut, dass man sowas auch mal anpflanzen kann. Da hat man immerhin ein bisschen was zu tun. Und jetzt ist unser Feld wieder komplett unnütz. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. War das nicht im Pantry? Das war Quality-Zeug. Das war Verarbeitungszeug. Ich glaube, das war immer noch... meine Liste ist gerade nicht sehr aktuell, muss ich dazu sagen. Das muss ich mal nochmal neu durchgehen. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr. Außer das hat sich hier irgendwo versteckt. Die Äpfel müssen wir mal schauen, dass wir die hinkriegen. Einen Chub haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Okay, dann habe ich mich wohl ein bisschen vertan. Dann brauchen wir die doch nicht. Das ist halt so, ne? So, dafür wird jetzt diese Truhe hier ganz schön voll. Wie gesagt, wir verkaufen sie nicht, wir behalten es. Alles toll, alles super. Die beiden braunen Eier machen wir wieder zu Mayonnaise. Ich frage mich, warum wir so viele Eier brauchen. Vor allem, wenn die schon ein halbes Jahr im Kühlschrank waren. Das ist ja eklig. Widerlich. So, dann schauen wir mal wieder zu den Fledermäusen. Streicheln natürlich auch unsere Katze. Also es gab noch keine Blitzeinschläge. Ja, so ein bisschen Fruchtzeug. Ja, okay. Dann haben wir die auch eingesammelt. Es wäre schon interessant, was wir verdienen würden, wenn wir alles einfach aus dem Kühlschrank mal verkaufen würden. Ich glaube schon einiges. Waren die da unten drin? Ich weiß es nicht mehr. Nee, die waren oben drin. So, alles hier rüber. Damit ist der Kühlschrank auch voll. Yay. Und damit ist es auch spät genug, dass wir jetzt mal zum Blacksmith gehen. Und unsere Geoden öffnen. Das hatten wir auch schon mal. Das ist nichts Neues, leider. Einmal in die Town. Mülleimer gucken. Ja, ich finde das toll. Mülleimer gucken ist immer toll. So, dann machen wir mal Geoden auf. 6 Geoden haben wir. Das ist was Neues. Hellweed. Okay. Fire Quartz, den kennen wir schon. Das hatten wir auch schon mal. Clay ist ein bisschen langweilig. Obsidian. Okay. Und ein Stein. Wow. Großartig. So,
Dann Ausflug runter zum Museum. Hallo, Donate. So, was haben wir denn alles Neues? Also, diese Puppe, die war neu. Die möchte ich, glaube ich, hier unten hinlegen. Da passt die ganz toll rein. Und wir kriegen einen neuen Reward. Und dann kriegen wir so eine Schiefertafel noch. Ich glaube, die passt auch hier ganz gut hin. So, und das hier ist auch neu. Hier rein. Cool. Dann haben wir doch einiges Neues. Jetzt können wir unseren Reward abholen. Was kriegen wir? Eine neue Vogelscheuche. Ganz toll. Die ist ja hässlich. Ist das was? Was soll das denn sein? Ist das ein Waschbär? Interessant. Gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, Obsidian haben wir. Das Slate ist neu. Das ist neu. Dann werden wir jetzt mal einen kleinen Ausflug wieder zum Strand machen. Einmal Sachen einsammeln. Junge, du stehst im Weg. Einmal Sachen einsammeln und zum anderen Köder kaufen. Das sind gleich zwei interessante Sachen hier drin. Das ist toll. Aber wir brauchen erst Köder. Da gehen wir heute mal den anderen Weg. Meine Güte, liegt hier viel rum. Und ein neues Buch. Okay, cool. Lost Book. The Library's Collection has expanded. Sehr schön. Ja, dann sammle ich das erstmal ein, was hier schnell rumliegt, bevor ich in die andere Richtung gehe. So, das Ding und das Ding. Jo. Gut, dann haben wir hier auch ein bisschen was eingesammelt. Also viel zum Einsammeln. Und dann hoffe ich, dass der gute Fischer jetzt da ist und nicht wieder irgendwo rumläuft. Da oben sind wieder so Würmchen. Boah, hier ist der Schnee echt, das sieht böse aus. So. Trout Soup. Okay. Was? Plus eins Fishing. Ich kann mich beim Fischen verbessern, indem ich da irgendwas esse. Auch interessant. Ich hole jetzt mal 50 von dem Zeug. Ja, und die Bamboo Pole, die ist. Die ist doch nicht neu, oder? Unsere Glasfiberpole ist doch besser. Fiberglas, die haben wir. Genau, die ist besser. So, sehr schön. Boah. Also hier, da kann man nicht lange auf den Monitor schauen, du. Boah, böse. So, das hier ausgraben. Ein Anker, den haben wir auch schon mal gehabt. Meine Güte, ist hier viel los. Ein bisschen Steine. Ja, hier ist natürlich nichts Spannendes. Hier sind nur langweilige Brillen. Füllen wir gleich wieder auf mit Vogelfutter. Fischfutter, Köder. Köder, so heißt's. Aber das hier ist natürlich schon etwas spannender. Und wenn wir schon mal dabei sind. Oh, das sind ja schon wieder Würmer. Auf dem Friedhof. Oh, schon wieder ein Buch. Was haben wir eigentlich beim letzten Mal? Da haben wir doch ein Achievement bekommen. Was war das für ein Achievement? Das hier, oder? Nee, das war's nicht. Das hier war's. Complete 10 Help Wanted Requests. Yay! Also tatsächlich haben wir jetzt mittlerweile doch schon ein paar Achievements. Also ich glaube so 30% haben wir. Viel ist das natürlich nicht. Also verhältnismäßig dafür, dass wir jetzt schon im Prinzip 30 Stunden spielen. Mal gucken, was es wieder so für. Ich wollte eigentlich nicht den Kalender anschauen. Ich wollte hier diesen Quest-Ding anschauen. Hä? Quest. Trying to keep the art of fishing alive. I pay 150 to any fisherman who gets a free red snapper. Good luck. Nein, nicht für 150. Da habe ich keine Lust. Aber wir gehen mal wieder an diese Mülltonne und plündern die und kriegen Müll. Schön. Muss also fast überlegen, ob wir eine zweite Recycling-Ding hinbauen. Wir machen eben den großen Wurmernte aus. Oh, die haben wir eben abgegeben schon. Kennen wir schon. Der Wurmernteausflug, habe ich so den Eindruck. Überall Würmer.
Also nicht, dass ich was dagegen habe, ganz im Gegenteil, das ist super, aber überraschend. So, ein bisschen Bait hier rein. Wenn wir dann schon mal in der Ecke sind, können wir auch schnell mal wieder ein bisschen Hardwood farmen gehen. Und dann ist es ja auch schon wieder Mittag. Oh, guck mal, Würmer. Also wenn die Würmer nur einen Stein rausrücken, finde ich das ganz schön lame. Halten auch nicht gerade wenig aus. Oh, die geben mal wieder 2 Hardwood pro Ding. Vielleicht sollten wir uns dann wirklich mal informieren, wo wir vielleicht bessere Ausrüstung hier kriegen. Also in der Abenteurer-Gilde kann man sich ja ein bisschen was kaufen, glaube ich. Aber hier wird es irgendwas noch geben. Das hier sieht mir zu. Oh! Old Master Cannoli is still searching for the sweetest taste. Was, mein Inventar ist voll. Are you kidding me? Dann hau die Steine raus. Obwohl das eine ist. Naja, gut. Steine kriegen wir überall. Zap dauert immer ein bisschen dementsprechend. Oh, hat sich noch so ein Slime versteckt. Noch ein Slimey. Und hier unten sind noch 2. Oh, und Würmer, natürlich. Würmer überall. Überall Würmer. Das Motto dieser Folge. Warum ist unser Inventar voll? Das ist ja Wahnsinn. Wir sind in der Stadt ein bisschen rumgelaufen, schon ist das Inventar voll. Ich weiß nicht, was ich rausschmeißen soll. Trash raus. Gut. Aha. Aha, wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Oh, da komme ich auch nicht weiter. Hilfe. Ich bin mir nicht sicher, ob das gewollt war. Aber da kann man sich auch verlaufen im Wald. Okay, dann wissen wir das auch. Und schon ist 4 Uhr. Wow. Die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Ich würde sagen, dann gehen wir zurück und bauen mal wieder unserer Farm ein bisschen weiter, neue Wege verlegen. Das frisst ja irgendwie doch ein bisschen mehr Zeit, als wir mal wollen, eigentlich. Was erstmal bedeutet, dass wir ein leeres Inventar brauchen. Das ist wahrscheinlich erstmal das Wichtigste. Dementsprechend bringen wir das Zeug erstmal zurück. Erstmal die fischigen Sachen. Nein, die fischigen Sachen. Das war dieses Ding. Muschel, das. Noch eine Muschel. Muschel. Und was ist noch fischig? Nichts. Nö, nichts mehr. Doch, das hier. Genau. Dann haben wir Essenssachen. Wurzelnsachen. Holly. Holly, haben wir das nicht oben gehabt? Das haben wir gar nicht. Und damit ist die Kiste voll. Super, brauchen wir noch. Müssen wir uns noch eine Kiste craften. So. Also, Hardwood rein, das zurück. Clay zurück. Wood brauche ich ja, habe ich ja gerade rausgeholt. So, dann braucht man eine Kiste. Mal wieder. Die stelle ich jetzt mal hier hin. Da kommt das Holly-Zeug rein. Haben wir das nicht immer verkauft, weil das giftig ist? Ja, das verkaufen wir, weil es giftig ist. So, irgendwo hier hatten wir, glaube ich, die Vogelscheuchen drin, oder? Genau, hier waren die Vogelscheuchen drin. Da kommt das Ding rein. Ich denke nach wie vor, dass ich den Anker verkaufen kann. So, Müll. Das ist ja die Müllkiste. Dementsprechend kommt da alles, was Müll ist, rein. Bis auf eine CD. Die recyceln wir gleich. Den Anker verkaufe ich. Das verkaufe ich.
Ich heb die mal auf, weil keine Ahnung. Keine Ahnung, ob wir die brauchen oder nicht. So, hier einmal den Recycler rein. Mayonnaise einsammeln. Da rein. Und dann wollte ich diese Winterroute hier noch loswerden. Die war, glaube ich, auch hier drin. Genau, ich finde das schöner, wenn sortiert ist irgendwie. Das Ding muss auch noch rein. Ansonsten war es das, glaube ich. Und diese komische antike Doll. Also ich glaube, die Artefakte können wir verkaufen, oder? Glaube nicht, dass wir die brauchen. Und dieses Zeug verkaufe ich auch, weil es ist giftig, Maginett. Und dann können wir das Sap noch hier reinpacken. Passt. So, und jetzt holen wir uns noch ein paar Steine. Wird schon wieder dunkel. Ich nehme einfach mal alle Steine mit. Mal schauen, wie viel wir brauchen. So, da unten war ja noch, glaube ich, ein bisschen was zu tun. Genau hier diese Mittelspur. So. Oh, ich muss echt tausendmal drücken. Shift, Alt. Naja, ich muss die echt einzeln drücken. Das ist ja böse. Machen wir mal 100. Sollte fürs Erste reichen. Und dann können wir da einmal durchverlegen. Dann passt das soweit zumindest mal. Und ja, hier müssen wir auch lang. Im Prinzip langfristig. Dann fange ich hier schon mal an, ein bisschen abzuholzen. Hat den Vorteil, dass wir wieder ein bisschen Holz bekommen. Hat den Nachteil, dass wir weniger Bäume auf der Farm haben. Aber, ja, ist halt so, ne? Wo schlägst du denn hin? So. Flup. Sehr schön. So, einmal hier rüber. Und jetzt ist die Frage, wie weit müssen wir da rüber? Ich glaube, ziemlich weit. Also, schauen wir mal. Das waren 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 3 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also mit. Ich komme nicht durch. So. Mit anderen Worten, das Ding muss. Das ist noch drin. Und wenn ich das jetzt richtig abgemessen habe, muss hier der Weg hinter. Der ist dann ein bisschen schmaler. Aber ist so. Das heißt, das Ding ist zu viel. Also ihr werdet es wahrscheinlich richtig erraten haben. Hier kommt im Prinzip irgendwann mal derselbe Aufbau unserer Farm nochmal hin. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt nicht so schwer zu erraten. Deshalb messe ich das einfach gerade nochmal ab. Und dementsprechend mache ich gerade hier ein bisschen Platz, damit wir das einfach mal zumindest andeuten können. Das sammeln wir natürlich auch ein. Hier ist das ein bisschen schwerer, weil das scrollt nicht so schön mit. Da muss ich tatsächlich die Maus bewegen. Ich bin ja gerne ein bisschen fauler. So, dann ist das hier gelegt. Dann brauchen wir prinzipiell hier runter den Weg. So, was jetzt irgendwie so ein bisschen im Weg liegt, was so reinragt, das ist mir jetzt wurscht. Hä? Wo ist denn dieser Baum? Ah, da. Also wenn ich direkt neben dran stehe, ist er transparent. Das ist auch interessant. Das macht meine Energie, die geht ganz gut. Es ist von oben nach unten echt schwer, diese Bäume zu treffen. Bist du ein Stein? Ja. So. Kleiner Baum weg, großer Baum weg. Ich finde
finde es lustig, wie viele Bäume der fällen kann. Ich glaube, wenn ich einen Baum gefällt hätte, dann wäre ich fertig. So, mit anderen Worten, alles, was jetzt südlich von uns steht, also hier unten, das lassen wir auf alle Fälle stehen, weil irgendwo wollen wir ja auch ein paar Bäume haben. Da kann man eigentlich auch stehen bleiben. Und alles, was... So. Und jetzt verbinden wir das Ganze. Das wird nicht ausreichen. Das ist aber okay. Dann machen wir noch ein paar mehr Pfade. Mal sehen, wie viel wir brauchen. Machen wir erstmal 30. Und Achievements wäre toll. Verlege so und so viele Wege. Das fände ich irgendwie interessant. So, dann haben wir das gemacht. Oh, wir werden müde. Oh, es ist 12 Uhr. Okay. Dann zähle ich noch einmal durch, ob das auch jetzt wirklich passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 3 mittig. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann passt das. Gut, dann ist unser Rundweg fertig. Also wie gesagt, das hier wird genauso irgendwann mal aussehen wie das hier. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis wir das dann auch wirklich benutzen. Das Ding ist immer noch voll. Ja, komm, dann lege ich das Baumaterialzeug jetzt einfach schnell hier rein. Da stört es am wenigsten. Und dann haben wir jede Menge Zeug eingesammelt. Oh, man, 56 Sap, Ahornzeug, bla 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 bla. Jetzt müssen wir uns sputen. Gut, dass die Zeit immer anhält. Jetzt haben wir auch fast 1000 Holz, das ist auch schön. Und jetzt müssen wir sehr schnell ins Bett, weil wir nur noch 10 Minuten Zeit haben. Ich hoffe, das reicht noch. Das wird eng. Gut, hat gereicht. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dann. Tschüss. Ah nee, wir haben was verdient. Wir haben was verkauft. Wir haben was verkauft. Und zwar haben wir diese Hollies hier verkauft, die uns immerhin 600 Gold gebracht haben. Und ja gut, das bringt nicht viel ein, aber immerhin ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass wir damit irgendwas machen können. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!